gehe hier so raus. Herrlicher Ausblick. Wunderbare Anlage. Nicht der schlechteste Pool. Ja, ansonsten sind wir aber hier zum Fußballspielen, ne? Schade. Handgelenkssprengung. Das könnte sein, dass ich gleich direkt auf dir lande, gell? Aber Alter, ich muss anfangen! Du musst rollen, der in der Mitte rollt! Scheiße, ich will mich. Einmal rollen. Herr Fenin, was sagen Sie bisher zum Trainingslager? Ja, der sieht es ganz genau, der Hund. Ball hat er nichts am Hut. Was? Warte im Glas. Kevin Konrad, man muss ihm gratulieren, bereits 10-mal hochgehalten. Für ihn ein neuer Rekord. Was im Glas. Wäre ein richtig guter, wenn er noch mit dem Ball umgehen könnte. Der Max, das ist unser neuer Torwartkollege, soll uns ein bisschen behindern und ja, ist eigentlich ein ganz freundlicher Typ, bloß manchmal steht er ein bisschen im Weg rum, aber ich denke mal, ja, Freunde werden wir keine mehr, aber da kommen wir klar mit. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu etwas ganz Einzigartigem. Etwas, was es so noch nie in Deutschland gegeben hat. Der Chemnitzer Fußballclub, er präsentiert heute ein Turnier gigantischen Ausmaßes. Der Kampf der Giganten. FIFA 15 heute Abend mit unseren Chemnitzer Jungs. Ja, es geht heute nicht nur um die Wurst, es geht um den ganzen Grill. Und Sie sind live dabei. Fabian spielt mit Jamil Dem. Ganz dickes Los. Jamil Dem und Fabian Stenzel. Also wenn das keine Siegerkombination ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann nehme ich wahrscheinlich nie wieder eine Konsole in die Hand. Boah, jetzt steht hier noch ein! Geh zum Tor! Danke! Ja! Ein Schieß! Heute jemanden eingeladen, einen Stargast sozusagen, jemand, der vom Fußball wirklich Ahnung hat. Und ja,
Wir brauchen nur seinen Namen sagen. Sie kennen ihn alle. Bitte um Applaus für Mario Basler. Ist auch Erdinger. Heute leider nur Spiegel, aber frisch aus dem Stift. Also hier ist alles original. Rücken Sie ruhig mal ein bisschen näher ran, damit wir Sie auch gut im Blick fangen haben. Konzentriere, Junge. Herr Basler, viele, viele Jahre Fußballprofi und das nimmt eigentlich auch heutzutage kein Ende mehr, oder? Ich hatte ja 99 die Champions League eigentlich gewonnen. Wenn Ottmann mich nicht rausholt, in der 80. stellt es 1-0, ich geh in die Kabine, mach mir mal ein Litterfass, Eddinger auf, setz meinen Hut auf, komm raus, steht 2-1 für Manchester. Aber da Sie ja heute hier auch eingeladen sind wegen Ihrer Expertise, was kann man denn aus dem Profifußball mitnehmen oder was können Sie denn den beiden Mannschaften hier mit auf den Weg gehen für heute Abend? Ich kann nur eins sagen, ich habe 245 Bundesligaspiele. Da habe ich 244 Steil gespielt. Das eine, da war ich verletzt, dann schon noch 2 Tore schon. Also, ich kann sagen, das hat sich einfach nur wo sehen Sie, haben Sie schon mal Kontakt mit unseren Teampartnern gehabt? Wo sehen Sie Ihren Stand so von der fußballerischen Entwicklung her? Ja, Frenkie Löning ist ja in etwa so alt wie ich, 42 und da ist ein Jahrgang. Und ansonsten kenne ich ja keinen. Also, ich sage auch leider Überraschungsspieler in der Art für Sie. Ja, wann kommt denn das Geld? Das ist immer dann nachher über die Buchhaltung. Okay. Ja, jetzt singen Sie erstmal noch. Wer weiß, vielen, vielen Dank erstmal, Mario Basler. Wir gehen jetzt gleich in die Partie rein. Vielen, vielen Dank erstmal. Dankeschön, schönen Abend. Ja, tschüss. Danke. Mario Basler. Wenn ich ganz ehrlich bin, ganz, ganz groß geholfen hat der junge Herr hier neben mir. Weil ansonsten wäre das wahrscheinlich nicht so ausgegangen. Woher nimmst du die Kraft für all das, dass du das ja wirklich dann auch durchziehst? Ja, mit dem Fabian Stenz hatte ich einen super Führungsspieler neben mir, der mich durch das Turnier geleitet hat und da konnte es nur gut gehen. Es hat nicht heute sollen sein. Ja gut, die bessere Mannschaft hat verloren heute, aber mein Gott, es geht weiter. Im nächsten Jahr greifen wir wieder an und dann holen wir uns den Titel.